Es gibt ja derzeit wirklich viele Momente, in denen es in Beziehungen mal kriseln kann. Man hockt viel zu viel aufeinander oder man sieht sich zum Teil gar nicht mehr. Und das heißt, es ist überhaupt nicht verwunderlich, wenn es mit unseren Liebsten gerade mal nicht so gut läuft. Und ich meine, wir kennen das alle. Konflikte und Auseinandersetzungen gehören auch zu jeder guten Beziehung dazu. Denn es zeigt ja auch, dass wir uns tatsächlich miteinander auseinandersetzen. Und das bedeutet auch erstmal einfach nur, dass man sich wichtig ist. Trotzdem kann man natürlich auf ein paar Dinge achten, um sich wieder näher zu kommen und Konflikte zu klären. Also, wenn du gerade unzufrieden bist, solltest du im ersten Schritt immer ansprechen, was los ist. Dabei kann es hilfreich sein, zu beschreiben, wie es dir in dem Moment geht und wie sich die Situation für dich anfühlt. Im zweiten Schritt kannst du die sogenannte VW-Regel verwenden. Vorwürfe vermeiden, Wunsch äußern. Ganz konkret bedeutet das, anstatt zu sagen, ey, du hast nie Zeit für mich, kann es hilfreich sein zu sagen, ich würde mir wünschen, dass wir mal wieder länger miteinander telefonieren und ich von dir hören kann, wie es dir geht und dir erzählen kann, wie es mir geht. Und im dritten Schritt kannst du darauf achten, dass du der anderen Person auch die Chance gibst, deinen Wünschen nachzukommen. Also sei nicht enttäuscht, wenn die Person vielleicht nicht gleich diesen Abend anruft, vielleicht meldet sie sich ja eine Woche später. Zwei Sachen. Aktiv Zeit miteinander zu verbringen und sich gleichzeitig Raum geben. Hier ist es wichtig, die Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden. Aktiv Zeit miteinander verbringen bedeutet, dass man ganz bewusst eine schöne Zeit zusammen plant und nicht nur nebeneinander herlebt. Insbesondere auch dann, wenn man viel aufeinander hockt. Also warum nicht endlich mal alle Folgen der Lieblingsserie zusammen gucken? Ein besonderes Gericht aus dem letzten Urlaub kochen und vielleicht auch dabei die alten Urlaubsfotos durchstöbern. Oder, mein Favorite, in einem Blind Tasting herausfinden, welches die beste Nuss-Nougat-Creme ist. Also, ich habe da auf jeden Fall einen Favoriten und der fängt nicht mit N an. Gleichzeitig muss man sich natürlich aber auch Raum geben. Für ein gesundes Miteinander, insbesondere wenn man auf engem Raum zusammenlebt, ist es super wertvoll, auch mal die Tür zu schließen und bewusst das Alleinsein genießen. Das funktioniert übrigens auch gut, wenn man alleine wohnt. Dann macht man nämlich einfach mal das Handy aus, nimmt sich die Zeit für sich und fragt sich, was kann ich mir selbst Gutes tun? Was brauche ich? Und wichtig ist da nicht nur im Großen zu denken, sondern vor allem auch im Kleinen. Setz die Kopfhörer auf und hör deine Lieblingsmusik, nimm dir Zeit zu meditieren, geh vielleicht spazieren oder koch dir dein Lieblingsgericht aus der Kindheit. Manchmal braucht es ein bisschen Überwindung, um selbstfürsorglich zu sein und sich die Zeit für sich zu nehmen. Aber jede noch so kleine Bemühung wird ihre Wirkung nicht verlieren und du wirst dich anstatt einsam oder genervt von anderen geborgen und ausgeglichen fühlen. Ich kann das total gut nachvollziehen, dass es einem schwerfällt, sich zu öffnen, wenn man sich zum Beispiel nur Nachrichten schreibt oder vielleicht mal eine Sprachnotiz hört. Denn es geht ja auch über diese Art der Kommunikation ganz viel verloren. Wenn man sich sieht, hat man einfach ein ganz anderes Gefühl für die Person. Man kann sich in die Augen gucken und man kann auch so eine Stimmung auffangen. Von daher finde ich es überhaupt gar nicht so ungewöhnlich, dass es einem schwerfällt, sich dann zu öffnen. Aber gerade weil wir nur noch wenige unserer Lieben im Moment zu Gesicht bekommen, ist es natürlich umso wichtiger, dass wir im Gespräch bleiben und dass wir uns auch geborgen und nah fühlen. Und der einfachste Weg ist natürlich, dies über Chats oder Videocalls zu machen. Das bedeutet aber, wie gesagt, noch lange nicht, dass es einem einfach fallen muss, das zu tun. Eine, finde ich, ganz schöne Möglichkeit könnte aber sein, dass du die Du bist mir wichtig Challenge machst. Nimm dir jede Woche vor, eine Person zu kontaktieren, die dir wichtig ist. Das kann jemand sein, mit dem du eh schon jeden Tag Kontakt hast oder auch jemanden, den oder die du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Und der erste und einfachste Schritt, ins Gespräch zu kommen, ist, der anderen Person zum Beispiel einfach zu schreiben: Hey, ich habe gerade an dich gedacht und ich wollte mal hören, wie geht's denn dir eigentlich? Fertig. Wenn du das 7 Mal gemacht hast, hast du nicht nur 7 Personen eine Freude bereitet, sondern bist vielleicht auch mit ein paar Personen ins Gespräch gekommen. Du kannst natürlich auch einfach ein Bild von dir schicken, aus deinem Alltag, eine Sprachnotiz oder ein Video. Probier einfach mal aus, womit du dich am wohlsten fühlst.
Und übrigens diese Frage, wie geht's denn dir wirklich? Das ist so eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Denn wenn man die aufrichtig stellt und dann richtig zuhört, dann steckt meistens in der Antwort irgendwie ein ganzes Leben.